Handy muss ich jetzt jedenfalls hier ran. Frage ist, was stört mich mehr? Ja, der Kampfpanzer. Das war gut, dass das noch geklappt hat. Jetzt wirklich ein paar dicke Kanonen hier. Kommt Max endlich mal ein bisschen zum Zug hier. Und wenn die Misses weg sind, dann kann Eagle ein bisschen freier agieren. Da geht langsam das Benzin aus. Mal sehen, wie lange der Comet Catcher da unten noch durchhält. Also, jetzt erstmal überlegen, was muss hier alles weg? Idealerweise beide Flak-Einheiten, aber die kriege ich beide nicht. Oder alle drei. Ich kriege bestenfalls zwei von den dreien und das ist blöd. Ja, ja. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Das fährt ein bisschen. Schießen wir erstmal hier rein. Dem muss ich jetzt mal so ein richtiges Loch in seine Deckung schießen. Also ein richtiges. Dass er da ja nicht mehr auf die Idee kommt, irgendwie noch in mein Territorium zu kommen. Thank you.
Na dann. Let's break some stuff. Das wird jetzt zwar ein bisschen wehtun für mich auch, aber... Solange ich den Bomber, also solange ich den Bomber da einigermaßen eine Runde überleben kann und gleichzeitig genug Zeug kaputt machen kann, ist mir das das Ganze wert. Beide Flak-Einheiten zumindest fast außer Gefecht gesetzt. Jetzt noch eine Frage. Ja, natürlich hat er. Wenn er jetzt bei Eagle reingeht, ist es auch kein Problem mehr. Der ist schon so kaputt, dass selbst das nicht mehr viel ausmachen sollte. Ich meine sowieso, dass mir der jetzt genau in die Mitte bei dem Fluss reingeht. Da, wo die ganzen Einheiten von Andy und Max gerade zusammen sind. Also hier irgendwo. Oder hier. Das kann natürlich auch sein. Wenn ich Glück habe, geht er nochmal hier rein, aber das glaube ich diesmal wirklich nicht. Ich glaube eher, dass der irgendwo hier reingeht. Das Gute ist, dass das Ding auf eine Einheit zielen muss. Also es muss eine Einheit im Zentrum stehen. Damit der auch noch was tut. Der Jäger ist mir sowieso nichts mehr wert. Kann wenigstens den Kopf da noch ein bisschen schwächen. So, Sturm, dann mach mal. Ich weiß, der wird jetzt ein bisschen wehtun. Ja. Gut, das kann ich verkraften. Bedenkt, was bei dem jetzt noch alles lebt, ist das nicht wirklich so ein großer Verlust gewesen. Das rentiert sich sogar fast. Ich habe ja noch ein paar geschädigte Einheiten. Das sollte auf jeden Fall. So lange hält er nicht mehr durch. Ich bin schon zu tief in seinem Territorium. So, jetzt brauche ich wieder ein paar schnelle Sachen. Jetzt kommt die Jagdpanzer wieder. Mal wieder richtig zum Zuge kommen. Fällt mir, mit dem habe ich noch kein einziges Mal Gabel benutzen können. Ja, der hat bis jetzt am wenigsten gekämpft. Seine Einheiten sind nur durch Gaben kaputt gegangen. Das zählt ja nicht. Na gut, jetzt hat er Max Panzer in der Basis.
Das sollte er nicht mehr allzu lange durchhalten. Ich vereine die beiden Panzer da demnächst vielleicht mal kriegen, allein wegen dem Benzin. Nachdem die Einheiten da unten wahrscheinlich sowieso nicht mehr rechtzeitig an der Front sind, kann ich da eigentlich sogar nochmal einen Comet Catcher aufbauen. Ich sehe gerade, der Jäger lebt hier noch. Ja, den brauche ich jetzt für den Bomber. Der Jäger hier, also dass Eagles 2 und 1 HP Einheiten hier immer noch so viel machen können. Einfach weil er sie nicht kaputt schießt. Die haben ihm hier, glaube ich, ziemlich am meisten Schaden zugefügt, fast. Also verhältnismäßig für das, was es war. Wenn jetzt die Mechanheit da hinten nicht hätte, dann hätte ich ihn sogar schon die Runde geschafft. Der ist so gut wie erledigt. Jetzt wird es mit ziemlicher Sicherheit kein S-Rang, das war mir ab dem Zeitpunkt allerdings schon klar, wo der erste Meteor bei Andy reinging. Dafür aber ja, relativ gut geschafft. Ich habe es einmal geschafft, hier einen S-Rang zu kriegen in dieser Mission, aber das... war, als ich nur einmal das ausprobiert habe. Und das hat dann sogar funktioniert. Nachdem Andy einige Einheiten verloren hat, werde ich mit ihm jetzt noch ein paar Einheiten produzieren. Damit der Technik-Score nicht allzu schlimm ausfällt. Die Max-Einheiten hier aber einfach keinen Schaden kriegen irgendwie. Eagle wird ihn jetzt fertig machen. Max schafft's nicht mehr. Er hat jetzt eh nicht mehr wirklich viel.
Was wäre es mit dem? Und bye bye. Nein! Ich war so nah dran, so nah! Ich habe die Kraft dieser Kriechtiere unterschätzt. Ich habe verloren. Der Traum von der Weltherrscher. Ich werde zurückkehren. Und wenn das geschieht, werde ich euch endgültig in den Boden treten. Yippie! Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, Kid. Ja, keine schlechte Arbeit, Maxi. Für deine Verhältnisse. Du willst es also wirklich wissen? Sollen wir das hier und jetzt aus der Welt schaffen? Oh, Hilfe, rettet mich! Vor all diesen bösen Leuten hier, ich nehme besser Reis aus. Kilian, danke für deine Hilfe. Weiß es wirklich zu schätzen. Pass auf den kleinen Andy auf. Ja, diesmal haben wir gewonnen. Und Stürmers Armee ist für immer geschlagen. Igel, danke für deine Hilfe. Ein Dank ist nicht nötig. Schließlich hat mein Versehen damals einige Probleme beschert. Der Kampf gegen dich war wirklich aufreibend. Ich dürfte nicht den kleinsten Fehler machen. Ja, es war auch eine Menge Glück im Spiel. Bei mir doch auch. Warum auch nicht? Hey, Andy, ich würde gern wieder einmal gegen dich gegen dich anlegen. Der Satz gibt grammatikalisch keinen Sinn. Oder? Oh, doch, ja, genau so. Was sagst du? Nimmst du die Herausforderung an? Ein weiteres Gefecht? Gesagt, getan. Auf geht's. Ich gewinne. B-Rang. Ja. Den einzigen, den wir hier haben werden wahrscheinlich. Es sei denn, ich verkack's in der nächsten Mission auch nochmal. Ja, es gibt noch eine. Es ist ja gerade angesprochen worden.